Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Bravo! Also nochmal, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ich habe, wie man sehen kann, das neue Erweiterungspack Rift in Time gekauft und so beginnt es. Ich habe leider so, keine Ahnung, eine Sekunde habe ich nicht aufnehmen können. Deshalb starten wir gleich mit Jafar anscheinend. Genau. Aha, es hat geklappt. Na, endlich, es hat geklappt. Nach einer Ewigkeit. Schreiben, hörst du mich? Erkennst du meinen Namen? Du klingst ein bisschen verwirrt. Du erinnerst dich vielleicht nicht an mich, aber ich erinnere mich ganz gut an dich. Diese plumpen Geräte ermöglichen es mir, mit dir zu sprechen. Aber ich fürchte, sie sind doch nicht ohne Fehlfunktionen. Ah, endlich. Unsere Verbindung scheint stabil zu sein. Sei gegrüßt. Ich bin Jafar, königlicher Visier von Dreamlight Valley. Vorher vergessen war ich dein engster und vertrautester Berater. Wir werden also beste Freunde sein? Ich höre zu, was ist los? Ich traue dir kein bisschen. Ich wende mich jetzt mit einer ernsten Warnung an dich. Alles in Raum und Zeit ist in Gefahr. Nun, das klingt schlecht. Könntest du das näher ausführen? Okay, wie bringe ich das in Ordnung? Hör mir gut zu. Dann sage ich dir, wie du die Welt in Ordnung bringen kannst. Während des Vergessens begab ich mich auf eine Reise und entdeckte ein Land jenseits der Gewässer des Dreamlight Valley. Ein Land namens Insel der Ewigkeit. Ein Ort voller uralter Relikte, dem Augenwender das die Kontrolle über die Zeit verleihen. Aber dann ging alles schief. Die Insel der Ewigkeit ging in der Zeit verloren und ich war dort gefangen. Aber jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, mit dir zu kommunizieren. Wenn wir das Dreamlight Valley noch retten wollen, musst du dich auf die Insel der Ewigkeit begeben und mich befreien. Wie hast du die Insel der Ewigkeit entdeckt? Es war Schicksal. Oder vielleicht ein zufälliger Unfall. Während des Vergessens begann ich, meine wohlverdiente Ruhe als Sultan von Dreamlight Valley zu übernehmen. Alles, was ich wollte, war natürlich die Ordnung wiederherzustellen. Das bezweifle ich irgendwie. Jemand musste hier die Verantwortung übernehmen. Igitt, du klingst genau wie die Straßenratte Aladdin und der unfähige Genie. Kommen die auch ins Valley? Sie weigerten sich mir zu vertrauen, obwohl ich eindeutig der rechtmäßige Herrscher war. Sie warfen mich hinaus, verbannten mich. Aber wie es der Zufall so will, fand ich mich auf der Insel der Ewigkeit wieder. Eine Insel voller alter Schätze und mächtigen Relikten. Diese uralten Relikte, die Zeit kontrollieren. Erzähl mir mehr. Es scheint, dass die Insel der Ewigkeit einst die Heimat einer alten Zivilisation war. Sie erforschten die Geheimnisse von Zeit und Raum und füllten die Insel mit Schätzen und Wundern. Du wirst zweifellos einige von ihnen auf deinen Reisen über die Insel finden. Die Fähigkeit, Zeit und Raum zu kontrollieren, das klingt nach einer großen Verantwortung. Stell dir vor, du könntest deine Fehler aus der Vergangenheit korrigieren. Wie unaufhaltsam. Es gibt allerdings einen Fehler, den ich gerne beheben würde. Dieser erbärmliche Aladdin. Kommt er auch ins Valley? Ich bin bereit. Wie komme ich zur Insel der Ewigkeit? Ich werde dir ein Transportmittel schicken. Wo werde ich dieses Transportmittel finden? Es gibt einen Hafen, der die Welten versteckt. Dort findest du das uralte Boot. Besuche den Zauberer Merlin. Er müsste sich inzwischen erinnern. Der alte Narr war schon immer schlauer, als er schien. Nimm das uralte Boot und reise zur Insel der Ewigkeit. Wenn du die Insel erreicht hast, suche nach einem weiteren mysteriösen Gerät wie diesem. Sie erlauben uns zu kommunizieren. So, was haben wir denn noch? Genau, also hier haben wir Insel der Ewigkeit. Genau, Laden. Ah, jetzt gibt es neue Sachen. Christmas Town. Jetzt habe ich die anderen Sachen verpasst. Bells herrschaftliche Geräte. Ja, jetzt braucht... Also anscheinend... Ergibt am meisten Sinn, wenn wir das Erweiterungspack haben, weil da ist dieses Dings drin.
Sternenpfad. Okay, das habe ich ja schon. So, was haben wir da? Genau, Aufgabe. Ach, verdammt, ich habe die Dream Snap vergessen. Ups. Ariel, die Meerjungfrau, nice. Unter dem Meer. Bringe etwas Inspiration aus der Unterwasserwelt in deine Taldekoration. Habe ich völlig verplant. So, damit kann man interagieren. Jetzt haben wir ein neues Ding. Und dann habe ich eine neue Nachricht. Da schauen wir mal rein. In die Post. A Rift in Time. Danke, dass du dass du Disneyland Dreamlight Valley A Rift in Time gekauft hast. Stell sicher, dass du dein Geschenk unten einforderst und viel Spaß damit. Oh, das wusste ich gar nicht, dass wir das kriegen. Um Zugriff auf die Insel der Ewigkeit und die Aufgaben der Erweiterung zu erhalten, musst du die folgenden Story-Aufgaben zuerst erledigen. Das Traumschloss, Merlins Aufgabe, den Dingen einen Sinn geben, Dagobert Ducks Aufgabe, Angelexpedition, Goofys Aufgabe, große Wiedereröffnung, Dagobert Ducks Aufgabe. Ich glaube, das sind, wenn man das Spiel neu gekauft hat, glaube ich. Also die haben wir ja eigentlich schon erledigt. Zum Hauptplatz, sobald alles eingefordert und die Storyaufgaben abgeschlossen sind, um deine besonderen Einladung von Jaffa zu erhalten. Triff dich dann mit Merlin und schließe die Aufgabe der Hafen der vielen Welten ab, um deine erste Reise zu einem besonderen Ort außerhalb der Streamlight Valley anzutreten. Dann will ich mein Geld, eine Ingame-Währung. Was haben wir hier? Oh, Zimt. Advancing on Eternity Isle Keys Resources. Warum auch immer das auf Englisch ist. You may have noticed a spawning issue with some resources on Eternity Isle, like tropical wood. We are working on a permanent fix for the spawning issue. In the meantime, here are some resources you might be missing for some quests on Eternity Isle, but please make sure to use them for quests only for now. Also, dir ist vielleicht aufgefallen, dass in der ewigen Insel zum Beispiel tropisches Holz nicht erscheint. Wir arbeiten permanent daran, dieses Problem zu lösen. In der Zwischenzeit haben wir hier einige Resources, was ist das deutsche Wort gerade nicht, also Sachen, das ist wahrscheinlich das tropische Holz, das ist wahrscheinlich normales, was wir auch hier haben. Das könnte dir für eine Aufgabe in der ewigen Insel fehlen. Bitte mach sicher, bitte sei, versichere dich, dass du es nur für die Aufgabe einlöst. Okay. Für jetzt. So. Eine Gießkanne. Tropisches Holzboden. So, dann haben wir das. Jetzt schauen wir mal, wie viel. Da kann ich einiges kaufen. So, dann gehen wir noch schnell in den Laden. Also in der letzten Folge haben wir, ich wusste jetzt nicht, dass wir gleich so anfangen, haben wir ja die Aufgaben von Jack Skellington gelöst. Also abgeschlossen. Einen schönen Tag noch. Warum steht da das Jahr dabei? Wahrscheinlich. Okay, also der Laden ist sehr leer. Also man kann nichts einkaufen. Und das spart Geld, aber trotzdem. Naja, gut. Dann wollen wir mal mit Merlin sprechen. Bin mal gespannt, wie viel wie lange uns das beschäftigt, dieses Erweiterungspack. So, genau. So. Dann wollen wir mal Merlin suchen. Ich vermute mal, der ist da. Wir schneiden kurz den Weg ab, so. Hier bin ich. Wir müssen reden. Rayman, du kommst ganz genau zum richtigen Zeitpunkt. Mir ist gerade etwas sehr Wichtiges eingefallen. Es gibt einen versteckten Ort im Dreamlight Valley, von dem du aus in die entlegensten Winkel dieser Welt reisen kannst. Wohin könnte ich reisen? Ich würde gerne mehr davon sehen, was da draußen ist. Soll ich jetzt raten, wo es ist? Nein, natürlich nicht. Du könntest 1000 Jahre lang suchen, würdest sie nie finden. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Ja. Was wir suchen, ist im Traumschloss. Triff mich dort, wann immer du bereit bist, deine Reise zu beginnen. Natürlich. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Triff Merlin im Traumschloss. Okay.
Was wollte ich sagen? Genau, ich weiß, ich vermute mal, es wird nicht das letzte und das einzige, beziehungsweise das einzige Erweiterungspack sein. Ich vermute mal, wir werden so einige Erweiterungspacks bekommen. Vielleicht nicht so viele, wie zum Beispiel bei Sims. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, hier werden dann nur die Charaktere spawnen, die kostenlos sein werden. So. Oh, oh, hallo. Jenseits dieses Tores wirst du Orte entdecken, die alles verändern, was du über das Dreamlight Valley weißt. Ah, da ist ein Dingsbums. Oh, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Ein Schild. Vielleicht ist es in der Bibliothek. Hast du in deine Taschen geschaut? Er ist immer an der letzten Stelle, an der du suchst. Nun, natürlich ist es das. Warum solltest du weitersuchen, wenn du sie gefunden hast? Ha, ich habe ihn. Er war in einer winzigen Tasche in der Nähe meines Ellbogens eingenäht. Ich hoffe, es ist der richtige. Heureka, es hat geklappt. Also, worauf wartest du noch? Tritt durch das Tor und finde heraus, was auf der anderen Seite ist. Ich würde es nicht wagen, die Überraschung zu verderben. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ich würde gerne wissen, was das vorher auch schon so aussah. Ich schau mal, ob auf der anderen Seite irgendwas gibt, um so sicher zu gehen. Aha, okay. Also da könnte auch irgendwas passieren. Also da könnte für das nächste Erweiterungspack Tür sich öffnen. Ich gehe mal so weit. Was steht da? Ah, ich wollte das Schild lesen. So, Merlin, wollen wir uns... Also das ist die andere Seite des Schlosses. Okay, dann muss ich mit dir wahrscheinlich reden. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Willkommen am Hafen der Welt, Rayban. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkel dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte im Dreamlight Valley, die du doch nicht besucht hast. Ja, wie denn? Aber ich musste dafür bezahlen. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Abenteuer und Entdeckungen, die da draußen auf mich warten. Ist es hier sicher? Kann ich immer wieder her zurückkommen? Natürlich, Rayban. Im Handumdrehen. Und die Dorfbewohner könnte ich überall besuchen, wo du hingehst. Bis zu den Ähnlichkeiten und noch viel weiter. Los geht's. Brauchen wir ja. Los geht's. Ganz genau. Das ist die richtige Einstellung. Und wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eines der Transportmittel, die hier auf dich warten. Ich wage zu behaupten, dass sich der Hafen der Welt mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten und Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb des Dreamlight Valley entdeckst. Die Möglichkeiten sind endlos. Expeditionen warten auf dich. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Interagiere mit den uralten Fahrzeugen, um zur Insel der Ewigkeit zu reisen. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Interagier mit dem uralten Fahrzeug. Ach, wahrscheinlich das da. Und wahrscheinlich kommen dann auch hier die... 1, 2, also 4. Kommen noch 4 Erweiterungspacks? 5? Oder wie soll man das verstehen? A Rift in Time. Endlich bist du da. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit, Rayban. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht täuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden. Aber es lauern auch viele Gefahren. Es ist so erstaunlich. Was kann ich tun, um zu helfen? Ein bisschen Gefahr schrecke mich nicht ab. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich mit leichtsinnigen Höflichkeiten aufhältst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das
tiefer ins Innere der Insel führt. Es ist die nahegelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch diese seltsamen Formationen versperrt ist, die aus dem Boden ragen. Sie ist wunderschön. Sie sind super seltsam. Sind beides schön und super schräg. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deiner Dreamlight-Magie nichts entgegensetzen können. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Genauso wie ich die Nachtdorn im Dreamlight Valley entfernt habe. Verstanden. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du mich an einem dieser Geräte kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch ein weiteres. Mach den Weg frei und sprich dort mit mir. Aus welchem Film sind die? So, erreiche das uralte Tor, das tiefer ins Innere der Insel der Ewigkeit führt. Beseitige die Kristalle des Schicksals, indem du dich ihnen näherst und E drückst. Entferne 3 Kristalle des Schicksals. Nebelpflichten. Jetzt gibt es Nebelpflichten. Jetzt müssen wir diese komischen Dinger sammeln, was auch immer das ist. Insel der Ewigkeit. Also jetzt haben wir nicht mehr Dreamlight, sondern sogar diese komische. Alexandrit, Kristalle des Schicksals, baue Zirkon, Erdbeeren, Fische im Land der Uralten, Dünen, verschwingen in funkelnden Dünen, Dschungel, füttere die Affen. Oh je, da muss ich herausfinden, was die Affen wollen. So, dann schauen wir mal. Sammlung, Insel der Ewigkeit. So, gibt es auch Erinnerungen, sehr schön. Dann haben wir Charaktere, Gaston, Rapunzel und Yves. Anscheinend gibt es keinen Jafar. Dann haben wir Werkbank, da können wir sehen, was wir alles für Sachen haben. Zeitveränderung. Okay, wollen wir uns noch nicht zu sehr spoilern. Kleintiere. Beige Affe, blau gestreifter Kapibara, blau-rot gestreifte Kobras, also Kobras, Affen und Kapibaras gibt es hier. Okay. Fische haben wir, Seesterne. Arapaima, was auch immer das ist. Dann Dünenjäger, Seestern, Maifisch, Oktopus, Piranha, Prismagarnele, Roboterfisch. Also das sind nur 2 Fische, die es nicht gibt. Sandfisch, Sandwurm, Seeschnecke, Skelettfisch, Skorpion, Zitteraal. Cool, cool. Dann haben wir hier Sammeln. Dann können wir Tropenholz haben wir. Bernstein, cool. Glanz der Oase. Also die Steppe, die Ödnis, die Oase, das Grenzland. Knochen. Kupfer, Perle, Plastikschrott, Zink, Schuppen, Quarz, Blumen, blaue leuchtende Blume, glasartige Blumen, gelbe Kaktusblüte, gelbe Kannenpflanze, gelber Paradiesvogel, grün leuchtende Blume, grüne Fliegenfalle, grüne glasartige Blumen, lila Fliegenfalle, lila Kaktusblüte, orangefarbene glasartige Blumen, orangefarbene Kannenpflanze, orangefarbene Paradiesvogel, rosa Kaktusblüte, rosa leuchtende Blume, rosa leuchtende Blume, rot leuchtende Blume, rote Kannenpflanze, schwarz glasartige Blumen, genau. Was haben wir dann noch? Gerichte sogar. 23 Vorspeisen, dann sogar noch mehr Gerichte. Cool, cool, cool. Das werde ich jetzt nicht alles anschauen. Gerichte, Edelsteine, Alexandrit, blauer Zirkon, Endlosstein, glänzende Jade, glänzende Alexandrit. Das sind alles die glänzenden. Dann Jade, Spinell und Wabenstein. Dann haben wir Kleidungssets. Okay, das ist ja kein großer Unterschied. Möbelsets. Da wird es wahrscheinlich auch nichts Neues geben. Zeitveränderung. Okay, interessant. Jeder kann kochen. Brettspiel. Ursula. Cinderella. Ja, Cinderella soll ja auch kommen. Herr von Unruh Lumière. So, lala. Rafiki. Sind das auch Hinweise, dass die auch kommen? Ralf Reitz kommt. Flynn soll auch angeblich kommen. Eve. Nice, nice. So. Dann. Ach, hier. Cool, cool. Also, das mache ich später. Kann ich das abbauen? Das geht noch nicht. Okay. Wahrscheinlich brauche ich einen speziellen. Speziellen.
Irgendwas Spezielles. Ich muss die. Ah, das sind so wie Nachtdorn. Okay, verstehe, verstehe. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Wahrscheinlich muss ich so wie am Anfang alles wegmachen. Und nicht mehr ein paar Erdbeeren sammeln. Jamsamen. Pflanze diese Samen, um Jams anzubauen. Interessant. So. Dann. Was ist das? Kann man damit interagieren? Nö. Wahrscheinlich noch nicht. So, lala. So. Mal wieder anfangen. Ja, das kann man nicht einsammeln. Ja, Sachen zu sammeln. Weil keine Ahnung, was da mögen können, aber wahrscheinlich. Bananen, falls wir Bananen haben. Natürlich. Königreich für ein Schild. Erhalte 500 Sternmünzen. Gut, mach ein Foto, baue 5 Gemüse an. So, dann schauen wir mal hier oben. So, dann schauen wir mal, wie viele wir davon. Da ist ein Brunnen. Sehr gut. Ich will mal die Map anschauen. Land der Uralten. Funkelnde Dünen. Die Docks. Und hier haben wir. Ah, und Wilder Dschungel. Oh, die sind aber riesig. Und die sind wahrscheinlich so groß wie unsere Welt. Nur, dass es halt 3 verschiedene Biome sind. So, da, perfekt. So, lala. Dann hier ein bisschen davon. Hier haben wir genug Energie. Dann haben wir irgendwas. Die Sanduhr scheint mit der Zeit herumzuspielen. Als ich sie benutzte, habe ich etwas Seltsames gesehen. Cool, cool, cool. Was sind wir dann da? Und Lager. Glänzende Jade. Plastikschrott. Er mag zwar wie Müll aussehen, aber kann durchaus noch etwas machen. Naja, Recycling. Das kann man nicht ernten. So. Ich glaube, viel werde ich jetzt nicht schaffen in dieser Folge. Weil. Goofy ist auch hier. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. So, da können wir noch nicht hin, weil da, da ist meine. Die Mutter ist Eve. Ja. So, ich soll die ganzen Sachen beseitigen. Das kann man abbauen, sehr schön. So, was habe ich denn alles bekommen? Kupfer und Quarz. Nice. Manche kann man anscheinend nicht einsammeln. Das ist unser Haus. Ah, also manche Sachen gehen einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder ob es gar nicht dafür gedacht ist. Wahrscheinlich. Ja, Weichholz. Hartholz und Topas. Also das gibt es anscheinend auch hier. Erdbeeren, das ist unser Häuschen. Gehen wir mal rein. Ach, nice. Das ist einfach unser Haus. Ach, ist das cool.
Achso, okay, das machen wir. Ah, ja, gut. Das wird ein bisschen dauern, bis ich die freispiele, weil... Eve und ich haben diese seltsame Sanduhr entdeckt. Die Sand darin schimmert. Jetzt muss ich erstmal hier das alles freispielen. So, da, da. Erreiche das uralte Tor, bla bla bla. Kann ich hier mit ihm interagieren? Ah, Ray-Ban, da bist du ja. Gut. Wie du sehen kannst, ist das uralte Tor geschlossen. Früher gab es hier eine Sphäre, die das Tor mit Energie versorgte und es so öffnen konnte. Sie sah genauso aus wie die anderen blauen Kugeln um das Tor herum. Aber leider ist sie zerbrochen und die Stücke sind in alle Winde verstreut. Und alles dank dieser fliegenden, zwitschernden Metallplage. Metallplage? Wie kann ich es reparieren? Warte. Werde ich jetzt in einen wütenden Roboter angegriffen? In einem wütenden... Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Die Teile des uralten Sphäre müssen sich in der Nähe befinden. Durchsuche das Land der Uralten nach den Teilen. Hier findest du eine Werkbank, an der du sie reparieren kannst. Platziere dann die uralte Sphäre im Tor, um es zu öffnen. Wenn ich schon mal auf der Suche bin, sollte ich mich hier umsehen und anfangen, es mir gemütlich zu machen. Es sieht so aus, als hätte Herr Duck einmal versucht, hier einen Laden zu öffnen. Und das ist eine der von Goofys Ständen. Ich muss mir das alles mal ansehen. Sieht so aus, als würden schon andere Dorfbewohner zu Besuch kommen. Repariere die uralte Kugel an einer Werkbank. Uralte Kugel. Hier die uralte Kugel in das Gefäß neben dem uralten Tor. Öffne das uralte Tor. Gehe tiefer ins Innere der Insel der Ewigkeit. Ich möchte erstmal ein Foto machen, weil ich würde, glaube ich, langsam die Folge beenden wollen. So, da la. Sehr gut. Wir müssen ja diese, was auch immer das ist, Sammlung sammeln. So, dann Mickey ist da. Also Mickey ist da. Mickey ist da. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 3 Aufgaben. Bring Goofys Verkaufsschild zu Goofy. Aber Goofy ist jetzt nicht da. Kann ich es auch nicht machen. Und was will Mickey? Und gleich 200. Mickey hat etwas, das er dir zeigen muss. Rede mit Mickey. Dann würde ich das machen und dann in der nächsten Folge gehen wir dann ins... in die Ruinen rein. Goofy ist leider verschwunden. Kann ich das aufheben? Hast du eine Minute Zeit? Naja, dann machen wir das so. Einen schönen Tag noch. Was ist das? Bringst du mir jetzt Müll mit, Ray-Ban? Du wirst doch nicht glauben. Ich habe auf der Insel der Ewigkeit noch einen deiner Läden gefunden. Er hat da dieser Schild. Das könnte eine großartige Gelegenheit sein. Er muss repariert werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du dieses Geschäft retten kannst. Oh nein, nicht schon wieder dieses Geldloch. Dieser Laden war einer meiner wenigen Misserfolge. Wieso? Bei der Eröffnung eines Geschäfts gibt es eine Menge zu beachten. Das richtige Timing ist eines der wichtigsten. Ich habe den Laden zu früh eröffnet und zu spät. Nicht lange nach der Entdeckung der Insel der Ewigkeit, als die ersten Dorfbewohner sich dort niederließen, waren die Leute mehr daran interessiert, die Landschaft zu bestaunen, als einzukaufen. Dann begann das Vergessen. Also beschloss ich, meine Verluste zu minimieren. Aber vielleicht... Lass uns einen Blick auf den Laden auf der Insel der Ewigkeit werfen. Dann entscheide ich dort, was gemacht wird. Freundlichen Dank. Muss schon sagen, Ray-Ban, ich verstehe, warum die Leute mehr an der Landschaft als an meinem Laden interessiert waren. Die Landschaften hier rauben mir fast den Atem mit all den Ruinen. Aber wir reden hier nicht über Sightseeing, sondern über den Zustand meines ehemaligen Ladens.
Das Gebäude braucht einen neuen Anstrich und der Innenbereich noch viel mehr. In diesem Zustand kann ich keinen Laden eröffnen. Eine Verschönerung des Gebäudes, ich helfe gerne. Was brauchst du? Lass mich raten, du brauchst Edelsteine? Ja, ich brauche Edelsteine und Metall, Ray-Ban. Etwas Quarz, Kupfer und einige Perlen. Das kann ich dir alles besorgen. Ich bin mir sicher, dass ich Quarz und Kupfer in den Bergbaufelsen im Land der Uralten finden kann. Und ich glaube, ich habe ein paar Perlen in der Erde glänzen sehen. Ich wette, ich kann viele Perlen finden, wenn ich nur ein bisschen herumgrabe. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, verstehe. Könntest du bitte kommen? Hey, Ray-Ban! Ich habe die Insel der Ewigkeit erkundet und etwas gefunden, das dir bestimmt gefallen wird. Haha! Ein Haufen kleiner Statuen. Haha! Ah! Es sind Teile eines Brettspiels, das wir alle im Tal gespielt haben. Haha! Oh, wie lustig. Ich hoffe, die Regeln sind nicht zu kompliziert. Es ist ein Riesenspaß, haha. Das Spiel heißt Münzjagd. Es war eines unserer Lieblingsbeschäftigungen, die wir mit Freunden gemacht haben, haha. Das brauche ich zum Spielen. Nun, ich habe hier 5 Spielfiguren für dich, haha. Einmal Donald, Goofy, mich, Minnie und Dagobert. Haha, jetzt können wir spielen. Okay, also beim Spiel Münzjagd geht es darum, Figuren auf dem Spielbrett zu bewegen, um Münzen einzusammeln. Je mehr Spiele du gewinnst, desto mehr Figuren bekommst du. Haha! Alle Figuren bewegen sich auf unterschiedliche Art und Weise auf dem Brett. Was noch? Oh, jeder liebt, hier liebt Münzjagd. Also ich spiele unbedingt mit all deinen Freunden. Ja, wenn ich dich hätte. Sag mir Bescheid, wenn du eine Partie abprobieren willst. Und keine Sorge, du wirst die Regeln ganz schnell verstehen. Haha! Oh, Junge! Ich habe Münzjagd schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich kann es kaum erwarten, sie erst dir beizubringen. Ha! Bis ganz bald! So, dala. Dann cool, gewinnt der Partie Münzjagd gegen Mickey Maus. Sehr schön. Ich will mal wissen, ob wir den Laden irgendwie hier... Hier können wir gar nichts machen. So, dann können wir das verschwinden lassen. Verschwindibus. So. Ich glaube, unsere Spitzhacke braucht ein Upgrade. Die Angel weiß ich nicht. Wie sagt man? Ist das auch ein Laden? Nö. Ich kann mich hinsetzen. So, da kann ich kochen. Und was können wir noch machen? Mal da irgendwas kaputt machen. So, also ich muss irgendwas ausgraben. Und ich muss... Also Kupfer abbauen, Perlen ausgraben und Quarz abbauen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das mache ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr keine Folge verpassen möchtet, solltet ihr auf Abonnieren drücken. Und natürlich das nächste Mal wieder einschauen bei der neuen Folge von Disney Dreamlight Valley mit dem A Rift in Time Erweiterungspack. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.